da irgendwie einen Bescheid geben? Alter Junge, ihr liegt ein Gewiss. Nicht nur zurückgelassene Pferde fanden wir in diesem Millionenanwesen vor. Nein. Junge, was, Alter? Und wieder der Hinweis auf ein Kind. Mit so Goldplatzierung? Das hatten nur die Reichen. Viele Überraschungen erwarteten uns hier. Wie man das eigentlich immer kennt von reichen Leuten, ne? Hier muss definitiv Privatunterricht stattgefunden haben. Da ist ein Klassenzimmer in der Ecke. Zudem sind wir einer tragischen Geschichte, weshalb das Anwesen womöglich vergessen wurde, auf der Spur. Sieht so Lungenkrebs aus? Vielleicht echt daran gestorben? Das sind eigentlich Einladungen, wenn jemand verstorben ist. 1925 bis 2010. Das ist doch von der Einladung, der Name. Bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Hier vorne gleich, ne? Da steht das weiße Gaul, das weiße Pferd. Ist halt schon komisch, ne? Du bist auf dem Lost Place und dann stehen hier einfach mal Nutztiere. Das ist schon echt merkwürdig, ne? Aber die laufen ja hier frei rum, ne? Das kommt jetzt her, ne? Pass auf, ey, am Ende wurden die wirklich hier zurückgelassen. Also wirklich, ne? Wie seltsam ist das? Ja, guck dir mal die Hufe an, ja? Und hier, ich meine, das ist aber auch ein Gaul, ne? Mhm. Ey, jetzt mal wirklich, Leute, sollen wir da irgendwie einen Bescheid geben? Wollen wir mal da hinten gucken? Ja. Hast du das gesehen? Was denn? Hast du das gesehen? Da steht ein Auto. Nee. Leute. Pass auf. Tatsache, ein Ford. Alter. Es ist halt echt leer, ne? Das ist richtig seltsam. Das wäre eigentlich nicht so. Und? Die scheißen alle nur hier vorne hin. Da steht auch noch ein Auto drin. Ja, ein Citroen oder so, glaube ich. Ich konnte es nur auf dem Kameradisplay sehen. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken jetzt mal hier kurz. Richtig seltsam mit den Pferden, keine Ahnung. Auch alles voller Scheiße. Die hat hier einer zurückgelassen. Safe. Krass. Honda Civic. Und hier ist alles voll mit Zeitungspapieren. Hier steht noch ein Auto. Auch richtig zugestaubt und alt. Ich würde sagen, das ist ja, guck mal, das Modell. Honda Civic. Locker. Die sind aber gefragt, die Dinger, ne? Also dieses Modell, glaube ich. Ja, aber was würdest du sagen? Das ist doch schon locker 20 Jahre alt, oder? Hm, glaube ich auch. Komisch mit den Zeit und mit den Pferden, ne? Meinst du vielleicht irgendwie den Besitzer von den Tieren zumindest? Ist irgendwas passiert? Ist meine erste Einschätzung. Irgendwie schon, ne? Weil, also die sind ja wirklich ungepflegt, also wirken ungepflegt. Mhm. Hier ist ja die Wiese ist auch total, also ungepflegt, also ungemäht und sowas. Ja, du kommst auch nur hinten rum so rauf. Ich bin da lang gegangen, da ist nichts. Dieser kleine Trampelvater, da kommst du uns nichts. Ich denke mal, da sind die Pferde lang gegangen und haben nur geguckt. Ich habe hier ein richtig ungutes Gefühl. Ja, ich auch. Vor allen Dingen mit der Pferdescheiße ist alles noch da. Und der Trinkbecher da von denen, diese Wanne ist auch leer, ne? Nur vom Regen gefüllt, ne? Ja, das ist halt, weiß ich nicht, was wir machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus und sprechen uns alle, oder? Was? Die stehen gerade an unseren Auto. Da ist ein Geländewagen gekommen. Da steht jetzt gerade bei Felix und Röder mit dir. Zum Hof einfach. Als Richtung. So, Leute, sind wir mal hin. Hier hinten haben wir gerade noch mal ganze Zeit überlegt, was wir wegen den Pferden machen. Und die sind jetzt einfach weg. Lass doch erstmal jemand anders. Keine Ahnung. Ist das nicht kurios? Lost Place, Lost Pferde. Richtig seltsam. Als ob es einfach nur so eine Erscheinung war. Das ist besser. Im Vater Morgana. Ja, ja. Ganz komisch. Geil. Wird geil. Ich will gar nicht wissen. Oder ich will auf jeden Fall wissen, was uns hier jetzt erwartet. Das sieht schon verrückt aus, ne? Wie so ein kleiner. Kennst du, wie heißen die? In diesen Glaskugeln, diese Gärten? Wintergarten? Nee, so Tropengärten, so weißt du? So wie Tropical Island. Ja, ja, wo du. Du hast ja auch so botanische Garten oder sowas. So sieht das hier auch aus. Leute, Lenz muss euch mal die Wand zeigen, auf die ich gerade schaue. Zieht euch das rein. Was ich krass finde, sind auch hier diese Lampenhalter, ne? So richtig anfertigen lassen. Schon wieder richtig nostalgisch, ne? Ja. Also die sind ja wohl extravagant, also wirklich. Alter. Das sieht nicht gut aus. Ich bin hier so eine andere Seite mal hoch. Aber. Nee. Das ist
schon zu kaputt. Da stehen noch so Statuen. Da hinten. Ansonsten. Hier sind noch so Pferdegeschirr, ist das, glaube ich, ne? Gute Frage. Gucken wir mal hier nebenan. Ach was. Hier ist noch ein Raum, da haben so ganz viele Möbel und so. Bücher und Akten. Ja, Akten. Noch ein ganz alter Sekretär da drüben. Ja, sämtliche Unterlagen. Das ist eine der krassesten Locations, wo ich je war. Das sind ja so Türen und dann auch diese Decken hier drinnen dann wahrscheinlich. Krass. Alter. Junge. Ist das heftig. Was? Ist das krank. Ist das hier so Porzellan, Alters? Das sieht ja wild aus schon. Och, hier guck mal, die Gemälde, Alter. Ey, Lenz, ich hab echt das Gefühl. Das sieht aus wie hier wie so ein. Ich komm nicht drauf. Wie die früher hier so ein. Ein Graf. Ja, wie so ein Graf zum Beispiel, ja, oder sowas. Ich finde das richtig heftig mit der Deckenhöhe und die Möbel, ne? Das ist halt alles richtig antik, richtig, oder? Urig, richtig antik, ja. Das sind Antiquitäten, ne? Mit den Verzierungen und sowas. Auch hier. Hey, guck mal. Hier hat doch jemand schon das Gemälde rausgenommen und gemopst. Sie von der Bilderrahmen ist schon richtig viel wert, ne? Ja, überleg mal, wie schwer der ist. Das ist krass. Hier reitet ein älterer Mann mit auf dem Pferd lang. Aha, das sieht auch schon richtig alt aus. Und hier? Oha, hier sogar mit so Samt oder was das ist. Das sieht aus wie so ein General oder sowas. Gucken wir uns in den nächsten Räumen. Aha, hier ist noch so ein Kamin. Es sieht halt echt so aus, als ob teilweise... Als ob hier noch irgendwer was rumräumt. Ein riesen Gutshof irgendwie so. Ach du Kacke. Ist das Wahnsinn? Hier so ein Esszimmer. Da haben wir wahrscheinlich so ein Kamin. Auch das hier mit diesen Fliesen, ne? Hier so teilweise so Soldaten oder verschiedene. So wie so ein Schafshirt oder sowas. Verschiedene Sachen drauf. Ganz, ganz alt. Riesending. Auch diese alten Holztüren hier, ne? Alter, das ist die Küche. Krass, aber das sieht schon wieder neuer aus irgendwie. Hier so provisorisch irgendwie. Auch so Werkzeug teilweise. Und Zigarren. Das sind, glaube ich, hier alles Zigarren. Backofen sieht ja noch gut aus. Und hier, Leute, hier liegen so Sicherheitsschuhe. Echt mal gucken, wo die anderen sind jetzt. Hier steht noch ein Fahrrad und alles, eine große Leiter. Das ist ja seltsam. Ach, so ein Badezimmer. Hier ist noch ganz alte Toilette, Leute. Hier, das sind noch so eine alte Wanduhr, ne? Zieht euch das mal rein. Pendeluhren. Oh, Digga. Ich bin übel erschrocken jetzt, ey. Den Keller heben wir uns für den Schluss auf. Ich habe jetzt Mike nochmal die Küche gezeigt. Da finden wir ja tatsächlich noch eine Küche, die noch krasser ist. Und das, Leute, das sieht aus wie so ein Babywickeltisch, ne? Weil hier ist so weich. Stimmt. Weißt du? Zum Windeln wechseln. Ja, das ist ein Wickeltisch, so ein mobiler Wickeltisch. Ja. Und hier hinten an der Tafel steht auch ein Name. Laura. Okay. Vielleicht finden wir noch weitere Hinweise auf die Hinterbliebenen, die Familie. Der Raum sieht krass aus hier. Rechts habe ich gar nicht gesehen, wenn man direkt reinkommt. Das ist, glaube ich, das Kaminzimmer gewesen. Auch von der Tapete, ne? Von der Aufmachung. Weißt du, was wieder so ein richtiges Anzeichen dafür ist, dass die Kohle haben? Guck dir mal das Bild an. Also das sieht halt so adlig aus, oder? Mit so Goldverzierung. Eine richtig alte Schwarz-Weiß-Aufnahme. Ja. Also das sieht schon hochwertig aus. Ob das die Frau war, die immer gewohnt hat? Nein, sieht aber noch jung aus, ne? Mhm. Das sieht aus wie so eine Stofftapete, ne? Das ist sogar eine Stofftapete. Das hatten nur die Reichen. Also damals war das schon...
was Teureres, ne, was Besonderes. Guck mal, was ist denn das? Ein ganz altes Radio, ne? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was schätzt du, wie alt das ist? Boah, das ist bestimmt aus dem, boah, keine Ahnung, 50ern, 40ern. Die haben da tatsächlich einen Hirsch in dem Schrank eingearbeitet. Ja, das sieht krass aus. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also so, das muss ja feinste Arbeit sein. Also der ist so dran gemacht. Das ist wild, ne? Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Die haben hier extra einen Hirsch eingearbeitet. Guck mal, das ist doch Ehepaar hier. Sieht aus wie ein Hochzeitsfoto, oder? Ja, ne? Könnte sein. Da steht auch was geschrieben, aber ich kann es nicht lesen. Überall so Fotos, ne, an den Wänden. Da auch. Das ist schon heftig, ne? Die kriegst du nicht mehr als Auto, wenn du willst. Guck mal, hier ist ein Familienfoto. Hier steht, glaube ich, auch was für eine Familie. Ach, krass. Da ist ein Sticker dran. Das ist sogar hier von dem Anwesen. Das ist vor dem Anwesen, ne? Das ist aus dem Innenhof. Ich glaube auch. Also die hatten schon Kohle, ne, wenn du die Bilder anguckst und so. Aber ich glaube, die waren auch sehr gläubig, weil die eine hatte ja so voll das fette Kreuz um Hals. Und auch auf dem Familienfoto sah es sehr danach aus. Was schätzt du, wie viel PS? Eins. Leute, das Pferd erinnert mich tatsächlich an das Echte, was wir draußen vorhin gesehen haben, was auf einmal verschwunden ist. Ist das nicht seltsam? Das ist hier echt ein Zauberhaus. Und guck mal da vorne, da sind sogar noch so die Hüte von den Reiterinnen. Das sind doch so eine Reiterhelme. Hier sind noch ganz viele Klamotten drin. Aber es sind richtig alte Dinger. Ja. Das erinnert mich schon fast so an eine Expedition. Weißt du, woran mich das erinnert? Zum Beispiel der Schwarze? Von, wenn du damals so diese Schlösser hattest oder so. Und dann so diese Reiter, wie so adlig, als ob irgendwie so ein Prinz mit Prinzessin ausreitet. Bei der Location kann ich mir das vorstellen. Ja. Da ist schon wieder so ein Hochzeitsfoto. Ist das das Mädchen von dem Bild? Ja, ne? Ja. Das ist das Foto. Das ist das Mädchen von dem Bild? Das ist das Mädchen. Ich bin so... Ja, warte mal, ist das sogar hier? In dem Raum? Auf dem Hintergrund. Mach mal die Lampe ein bisschen weg. Könnte sogar hier sein. Es könnte sogar in dem Raum sein. Ja. Ich bin so gespannt, was uns oben erwartet. Ne? Das ist ja so monströs. Das ist Wahnsinn, krass. Jetzt geht's hoch. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Mike, dass das hier so der Abteil war für so Arbeiter und Personal oder so. Ich habe schon überlegt, ob vielleicht Hotelbetrieb sogar ein bisschen war. Ja. Dass so einzelne Zimmer sind. Glaube ich nicht. Weil Lenz und ich haben ein Familienfoto gefunden. Echt schon viel gesehen, aber... Junge, was, Alter? Das ist krank. Halt! Das Maul. Alter! Krass, ne? Das sieht krass aus. Leute, also das ist ja mal... Ich krieg grad Gänsehaut. Guckt euch das an. Hier stehen noch zwei Betten. Und wieder der Hinweis auf ein Kind. Mhm. Ein kleines Kinderbett steht vor dem Bett. Alter! Und vor allem diese Holzpantoffeln hier, ne? Meinst du, die hat echt mal irgendwer getragen? Also heutzutage unvorstellbar, aber gerade auf dem Land vielleicht. Mhm. Wer weiß. Das Zimmer hier ist echt krass. Ein Landhausstil. Und hier kann man mal in den Innenhof blicken. Das ist Wahnsinn. Und hier auch mit so einem Waschbecken alles. Das haben früher definitiv nur noblere Leute gehabt. Auch so mit diesem Stil, ne? Dicke Balken, alles. Und hier so ein Glaskronleuchter. Das ist schon heftig. Hier sind noch so Urlaubspostkarten. Was war das für ein Land? Wer weiß es? Ja, Mexikaner oder was war das? Auch dieses Bett, ne? Zieht euch das mal rein. Mal in die nächsten Räume schauen. Ich habe gerade ein Zimmer gefunden. Das sprengt alles. Ich habe auch ein krasses Zimmer gefunden. Ich erzähl. Da hinten in der Ecke, also die, wie man das eigentlich immer kennt von reichen Leuten, ne? Hier muss definitiv Privatunterricht stattgefunden haben. Da ist ein Klassenzimmer in der Ecke. Nee. Doch, echt? Im Regal sind auch Schulbücher. Was? Das ist so ein bisschen so für Kinder gemacht. Als ob. Glaube ich jetzt nicht. Leute, zieht mal rein, hier ist noch so ein Badezimmer.
Die Dusche sieht zum Beispiel wieder billig aus. So Badewanne und hier so Reiterstiefel. Schon wieder. Schon wieder ein Zeichen darauf, dass die hier auch so geritten haben. Ja, safe. Krass. Bei der Größe des Anwesens macht das halt auch nur Sinn. Ne? Mhm. Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Ach, da steht ja noch eine Schulbank. Ja. Das sehe ich jetzt erst. Ja. Das ist krass, ne? Guckt euch das mal an. Eine richtig urige Schulbank. Ist das krass. Sogar noch mit einem Tintenfässchen. Das glaube ich ja jetzt das nicht. Das glaube ich ja jetzt auch nicht. Ja, Leute, früher haben die ja noch mal ein Rohrstock auf den Finger bekommen. Wenn man so Cinematic machen, dann haue ich sofort ab. Krass. Also das ist eine richtig alte Schulbank, ne? Leute. Hier hat man früher mal die Kaugummis untergeklebt. Jetzt wird jetzt der Kanal abonniert. Und wenn nicht, dann gibt's einen mit der Route. Ist das klar? Ist das klar? Sonst gibt's einen mit der Route. Das ist wild auf jeden Fall. Krasses Ding, ein Riesenanwesen. Also zum Beispiel in dem anderen Raum in dem Badezimmer standen wieder so Reiterstiefel. Und ich habe gedacht, vielleicht war das ja auch wie so ein... Eine Reitschule? Wie so ein Internat oder sowas mit... Weißt du? Ja, also der Gedanke ist nicht schlecht, weil ich weiß nicht mit diesem... Also mit Familien, Familienfoto. Ja, ist ein bisschen unschlüssig noch. Ja. Also man muss echt noch weiter gucken, was wir da so finden. Vielleicht interpretieren wir das auch wirklich falsch. Und es waren gar nicht irgendwie die Eltern oder so, sondern wirklich die Lehrer. Ja, das könnte halt auch sein, ne? Ja. Und das waren hier so die Zimmer von den, quasi von den, wie nennt man es? Schülern? Von den Schülern und von den Lehrern. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie gut du im Tischtennis bist. Ja, sehr gut. Jetzt kriegst du erstmal eine Klatsche. Das glaubt er wohl selber nicht, oder? Hier setz dich lieber in Urlaub. Ey, das ist ein ferngesteuertes Auto. Hä, als ob. Das ist ein ferngesteuertes Auto. Hä? Guck mal, mit Kabel. Alter, das ist ja mal krass. Tatsache. Alt. Ja. Ich habe noch nie sowas gesehen. Ne? Ich habe noch nie sowas gesehen. Das sind die ersten ferngesteuerten Autos. Das gucken wir uns gleich nochmal zusammen an. Aber erstmal spielen wir eine Runde Tischtennis. Spiel jetzt Tischtennis. Wir spielen jetzt Tischtennis. Leute, das ist einfach viel zu laut. Wir lassen das lieber sein. Und jetzt zeige ich euch nochmal das ferngesteuerte Auto. Das ist zu wild, ne? Also das ist mit so einem Kabel noch, ne? Da kommen die Batterien rein. Das ist die Steuereinheit. Die Fernbedienung sozusagen. Hier kannst du lenken, Gas geben wahrscheinlich und so. Wie alt das sein muss, ne? Du musst aber echt immer hinterher rennen. Ne? Aus Japan, ja. Aber so ein altes ferngesteuertes Auto? Ja. Früher war das bestimmt auch richtig teuer, ne? Also ich habe noch nie so ein altes, ferngesteuertes Auto gesehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Also generell nicht. Nicht nur nicht auf Lost Places, sondern generell noch nie. Mal gucken, was uns in den anderen Zimmern auf der anderen Seite erwartet. Also dieses Haus oder Gutshof oder Herrenhaus, Schloss, was auch immer, hat so viele Überraschungen auf sich, es ist Wahnsinn. Guck mal, hier wurden adlige Kinder unterrichtet, quasi wie du richtig deine Sachen faltest, oder? Das ist wie so ein Kleiderbügel. Wenn das nicht sogar zum Ausmessen war, der Kleidungsgröße oder Konfektionsgröße oder so. Das könnte auch sein, ja. Hier überall, ne, so eine Einbauschränke. Hier geht's wieder runter. Das ist das Haupttreppenhaus. Mal hochgehen. Guck mal, hier liegt noch Schmuck, Alter. So Ketten und sowas. Alter Junge, hier liegt ein Gewiss. Was? Hier. Boah, das ist ekelhaft. Fass das doch nicht so an. Habt ihr das gesehen? Hier sind noch irgendwelche Rechnungen. Der Schmuck ist, der Schrank noch voll ist. Mit so richtig ekelhaft. Ach was? Alter, was? Guck dir mal das an hier. Hier sind auch noch ganz viele Fotos drin. Boah, hier riecht's richtig nach alter Frau. Hm. Boah. Aber richtig. Krass. Krass gepolsterte Möbel. Hier sind so viele Sachen, ne? Aber das sieht echt aus wie von irgendwie einer Frau. Wie so ein. Ja, wie so ein Zimmer. So, vielleicht auch Schminkzimmer oder sowas. Hier sind ja überall so Schmuck-Kartuschen. Alter, hier hat einer mit Parfüm gespielt, oder? Guck mal, hier ganz alte Fotos und Postkarten. Ach was. Handgeschriebene Briefe. Handgeschrieben, ja.
So viel? Von 1921. Was? Guck mal. Und hier alles voll, ne? Leute, ihr seht ja, der ganze Tisch ist voll mit so persönlichen Dingen. Briefe, Postkarten. Guck mal, hier auch nochmal so ein... Hast du die... Armreif oder so. Hast du das Gerät gesehen? Alter? Guck mal, was war denn hier drin? Hier so ein Abzeichen oder so, ne? Wie so ein... Tatsache. Wie so eine Ehrenmedaille oder irgendwie sowas. Das war vielleicht so ein Abzeichen, was man beim Pferderennen bekommen hat oder sowas. Kann sein, ja. Oder vielleicht Pferdezucht. Pferdezucht. Ja. Das könnte echt sein. Vielleicht so. Haben die hier auf diesem Hof wirklich Pferde gezüchtet. Ja, was ist denn das? Kölschwasser. Das habe ich noch nie gesehen. Also, ach, so wie so ihr könnt es so gerne mal in die Kommentare schreiben. Jeder, der Kölschwasser kennt, das ist ein weit verbreiteter Duft bei Damen. Bei vor allem älteren, okay, Damen. Aber das ist auch schon älter, ne? Ja. Krass. Willst du mal dran riechen? Ja, gut, kommt, Leute. Digga. Riechen wir. Alter. So, Leute, lieber Schlaf. Da kommt irgendjemand. Da kommt. Ich habe eine Vermutung, wer da kommt. Das riecht aus wie so eine Medizin immer. Hast du das Gebiss gesehen? Nee. Da bist du gerade dran vorbeigelaufen. In so einer in diesem Zwischenraum. In diesem Zwischen, ja. Okay. In so einer Schatulle. Guck mal hier. Die waren hier nicht ganz ohne. Das ist schon heftig, ne? Das, ich sag ja immer wieder, das erinnert mich hier so an einen Museum. So Duft. Ach so, so Kuchenkerzen. Und auch hier noch so Pastillen mit Pulver gefüllt, ne? Koks ist das. Mach Witze jetzt. Ja? Ich hab das undicht. Das war's auf den Händen. Ich könnte mir vorstellen, so Aspirinkapseln oder was. Das ist heftig, ne? Das ist noch voll. Und ich weiß zwar nicht, was das ist, aber. Da steht doch da ein Protol. Richtig krass, hier sind so viele alte Medikamente und Salben und sowas. Vor allen Dingen 1929 abgelaufen. Was? Ja. Hier, da. Alter. Mike, willst du meine Frau werden? Wenn, dann mache ich dich zu meiner Bitch. Der ganze Schrank ist voll mit Medikamenten. Ich mache jetzt einfach mal eine Mutprobe, okay? Hm? Du sagst eine Zahl von 1 bis 10. Also ich, du musst dann Stopp sagen. Ich suche ein Medikament raus und du musst es dann einfach zu dir führen. Okay. Ich denke mir jetzt eine Zahl, du sagst einfach Stopp. Okay. Stopp. 5. Okay. 1, 2, 3, 4. 5. Boah, hier riecht's nach Oma. Mietwagen. Das kann ich doch nicht nehmen, Alter. Da laufe ich rum wie so ein Zappelfelle. Also, das ist mir echt zu unsicher, gerade weil die schon so alt sind, ne? Wäre das jetzt so Aspirin oder so? Okay, aber sowas. Ach, guck mal an. Boah, hier riecht das drinne. Ey, na, wie krank ist das denn? Hier liegen sogar noch die Zahnbürsten und so. Hier ist einfach alles noch da. Krass. Und hier zieht euch mal diesen alten Schminktisch rein oder was das ist so. Hast du dich hier vorgestellt? Was? Konntest du dich so schminken? Hier riecht es aber echt unangenehm, ne? Und was das ist, ist auf jeden Fall noch voll, aber was das ist, keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal hier weitergehen, gucken. Hä? Hier geht's wieder runter. Hier war das Badezimmer hinter. Sieht euch das mal an. Was ist das? Es ist so seltsam. Überall hier so eine Sache. Ich weiß nicht, was das ist. Ob es Abstellraum war oder so, aber hier ist voll verspinnt. Aber guck mal bis da hinten. Zieht euch das rein. Alter.
Alter, ich habe noch nie so eine alte Taschenlampe gesehen. Alter, hä? Das ist eine Taschenlampe. Wie krass ist das denn bitte? Habe ich noch nie gesehen. Ja, vor allem mit Rücklicht, ne? Ja, oder meinst du, das war so ein Fahrradlicht oder so? Keine Ahnung. Und, guck mal hier, wieder so eine Reiterstiefel, ne? Ach, Mann, der Boden fühlt sich echt nicht gut an. Der Schrank sieht ja auch wild aus, ne? Also, was ich krass finde, sind immer so die Möbel, ne? Weil die so massiv damals alle noch waren. Hier ist auch auf jeden Fall das Dach schon kaputt, ne? Nicht nur das Dach, aber guck mal, das uralte Radio da an. Stimmt, hey, das habe ich gar nicht gesehen. Wirklich alt hier. Och. Das ist der Wahnsinn. Also. Und da müsste jetzt wirklich so. Oh, wenn das so, noch gehen würde. So Jazz oder so Blues rauskommen. Ja. Wir gehen jetzt hier nochmal hoch. Hier gibt es noch Etage. Und umso höher wir kommen und in diesem Abteil quasi, in diesem Trakt von dem Gebäude. Das ist dann so ein Seitentrakt. Sieht schon echt zerfallen aus irgendwie, ne? Die Decke sieht schon nicht mehr gut aus. Ach, das war der Dachboden hier, wa? Wie man sich so einen Dachboden vorstellt, wird echt viel gerümpelt. Krass. Aber guck mal, selbst auf dem Dachboden so Bilder hängen, oder was? Aber das war der Wäscheboden. Stimmt. Da hängt noch Knoblauch. Die haben hier Knoblauch aufgehangen. Wahrscheinlich waren das Selbstversorger hier mit dem Grundstück. Könnte auch sein, ja. So, und in einer von diesen Truhen finden wir jetzt richtig viel Bargeld. Das ist ja geil. Also wirklich. Also, wir haben zwei Optionen. Richtig viel Bargeld oder Leichenstücke. Ja, lieber das erste, ne? Okay, spielen wir mal. Ene, mene, miste. Es rabbelt in der Kiste. Ene, mene, meck. Und du bist weg. Okay, ene, mene, weg bist du noch lange, lange nicht. Weiter weiß ich nicht. Ich auch nicht. Lass uns die in der Mitte gehen. Ja, würde ich auch sagen. Let's go. Aber da ist ein Loch. Mhm. Alter. Das ist alles so. So handgeschriebene Briefe. So Tagebücher und sowas, ne? Ja, das sieht echt nach einem Tagebuch aus. Ich ziehe jetzt einfach mal eins raus hier. 26.08.1904 oder was? Aber die Schrift, man kann es halt nicht lesen. Weil ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall nicht deutsch. Also ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir hier so einen krassen Fund machen. Ich auch nicht. Dieser Korb da, der, keine Ahnung, ich kenne das aus ein paar Filmen, dann sind da meistens so Klapperschlangen drin. Klapperschlange und dann ist davor der Typ mit der Flöte und versucht die Schlange zu hypnotisieren. Alter. Das ist so ein die haben Einfass, oder? Ja, die haben hier irgendwie, die haben da irgendwie, keine Ahnung, selbstgemachten Wein oder so. Muss ja schon. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal runter. Und dann gab es ja, wo wir hochgekommen sind, noch mal genau die andere Seite. Noch mal so einen fetten Langtrakt. Also eigentlich kann man gerade sagen, wir sind in dem Westflügel. Ja. Und das Gleiche gibt es noch mal spiegelverkehrt. Ja. Das checken wir doch jetzt mal ab. Würde ich auch Leute, sagen. Leute, wir checken jetzt noch mal den Ostflügel. Weil vor allen Dingen, wenn das hier schon so krass ist, ne, dann muss das alles, war ja bis jetzt überall was. Ja. Jetzt gehen wir einmal gegenüber zu der Seite. Alter Vater, ich glaube es ja nicht. Ein weiteres Schlafzimmer. Das ist heftig. Guck mal, das sieht auch schon so, weiß ich nicht, so ungewöhnlich aus. Ne? So Krawatten, also so von den. Aber das sind auch wieder richtig viele, ne? Ja. Ey, vielleicht ist es ja wirklich so, dass in diesem Teil eher die weiblichen Personen gelebt haben und in diesem Teil eher die männlichen. Also, weil da roch es ja wirklich nach Frau. Als ob das vielleicht wirklich so ein Internat oder so war. Vielleicht, ja. Wer weiß. Da sind wir wieder beim Thema. Aber also viele private Sachen und so, ne? Das weiß ich nicht. Es ist. Wir gucken. Hinterher kriegt ihr auf jeden Fall nochmal ein Fazit. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben. So. Weil man ist ja oft auch ein bisschen unschlüssig, ne? Und man weiß ja nicht immer. Guck mal. Hier, guck mal, ist das wie so ein Meisterbrief, Alter? Hier mit so einem Wachsstempel. Ist auf jeden Fall irgendwie Diplom, ne? Diplom ja. D. Du siehst ja hier, das ist ja richtig. Wachssiegel. Ja. Okay. Aber was ich jetzt gerade auf dem Tisch noch sehe, Lenz, das sind Briefe mit einem schwarzen Rahmen. Weißt du, wofür die stehen? Nee. Das sind eigentlich Einladungen, wenn jemand verstorben ist. Dann versendest du solche Briefe. Okay. Zur Beerdigung.
Ach, da ist sogar was drin. Tatsache, ja. Hä, hey, aber dann, wenn hier so viele liegen, dann haben die das ja hier quasi verschickt, von hier aus. Da haben sie nicht erhalten, sondern verschickt. Genau. Ist da irgendwie ein Todesdatum zu sehen? Hier, Madame Pierre Gouvet. Dann werden das die Einladung sein zu der Beerdigung. Das kann gut möglich sein. Sieht wild aus, ne? Und da hinten schon wieder mit so einem Kreuz, ne? Schon fast wie ein Schrein. Mhm. Also... Brutal. Stink. Hier auch wieder ganz viele Fotos. Was ist das? Leute, was habe ich hier gefunden? Sieht so Lungenkrebs aus? Ich weiß nicht, das sieht ziemlich gruselig aus. Alter, ist das ein Röntgenbild? Ja, safe, das ist Krebs, Mann. Irgendwie so. Guck mal, das da ist die Wirbelsäule. Leute, ich habe hier eine Röntgenaufnahme gefunden und ich bin der festen Überzeugung, das ist Krebs, was wir da sehen, oder? Ja. Weil auf der linken Seite ist die Wirbelsäule und in der Mitte ist halt dieser fette Tumor. Safe. Ja. Der geht schon rüber in die Wirbelsäule. Ja. In den Lendenbereich halt so, ne? Strahlt schon. Den ganzen Körper. Kann ich mir nicht anders erklären. Vielleicht echt daran gestorben und das war bei der die Feststellung quasi von der Dame. Genau. Die Todesanzeigen würde ja passen. Jetzt macht's halt mehr Sinn. Mhm. Interessant, das ist das Wahnsinn, was wir hier gucken. Wir gucken jetzt auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall noch einen Trakt. Und hier waren wir noch nicht. Guck mal. Wie so ein Esszimmer oder so. Leute. Jens. Hm? Also jetzt will wirklich ein Schuh raus. Alter, Mike! Ha! Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Die Pferde? Nee. Was viel krasseres. Aber warte mal kurz. Lenz, wir haben doch gerade diese Krankenbilder gefunden. Ja. Hier ist ein Krankenbett. Stimmt! Leute, hier ist ein Krankenbett. Und das lässt mich wieder darauf schließen, dass hier jemand in diesem Haus verstorben ist. Ist so, hier sind auch wieder Medikamente. Wofür ist denn Coversil? Für was ist das denn? Das sind so. Aber das sind auf jeden Fall. So 5 Milligramm Kapseln. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und Sotalex. Vielleicht sind es wirklich Medikamente zur Krebsbehandlung. Kann sein. Damit die Symptome gelindert werden oder sowas. Ey, ich find's gerade richtig erschreckend. Was bedeutet das hier? Ist das ein Name hier drin? Oder ist das der Pflanzenname? Ich dachte gerade, das wäre wie so ein. Keine Ahnung, wie so ein Grabstein, als ob man das. Nee. So macht, oder? Guck mal, da hinten auf dem Foto, sind das wieder die beiden? Ja. Aus dem einen Raum? Das sind wieder die beiden, ja. Tatsache. Das ist genau dasselbe Foto, ne? Guck mal, was ist denn das hier? Sieht schon, älter. Das ist mit gestorben hier, ne? 2010. Ja. 1925 doch, bis 2010. Das ist doch von der Einladung, der Name. Was Hilfe. Junge. Hä? Das hast du gehört, ne? Wo kam das denn jetzt her? Das ist bestimmt wieder Klima in der Ja, guck mal, ich sehe in der Tür im Spiegel, ja. Du bist so ein Spacken, ey. Vor allem, ich sag wieder Wasserhilfe. Meinst du, das war jetzt die Dame, die hier das Krankenbett hatte? Ja. Aber 2010? 13 Jahre her. Guck mal dahinter, Alter. Ganz alte Familienfotos. Das ist richtig heftig. Wir haben jetzt hier eine weitere Küche gefunden. Richtig Decay. Alter. Ja. Das war früher richtig in, ne? Dieses weiß-rot karierte in auf Küchen. Auf Küchentisch. Ja. Ist wirklich so. Das ist richtig. Da hat man noch auf dem Feuer gekocht. So mit diesen Holzkohle-Briketts. Ja, so. Genau. Mhm. Und da guck mal. Eine Kaffeemühle, oder? Wäre was für Stefan, ne? Ganz alte. Grüße gehen raus an. Let's Urbex. Let's Urbex. Richtig verwurzelt. Krass. Alter, das ist wild. Das sieht schon richtig dämonisch aus, ne? Alter. Hier, überall. Okay. Das ist auch noch Küche. So wie so ein Vorratsraum war das hier. Hier wird wahrscheinlich so ein Hauswirtschaftsraum gewesen sein. Vor allem, guck mal. Hier vereinzelte Geräte. Hier ist einfach nur so eine Wasserpumpe mit drin. Krass, damit haben die früher wahrscheinlich hier gewaschen und gekocht. Ja, das war das Spülbecken, ja. Guck mal, was Mike hier noch gefunden hat, Familienfoto. Mit bestimmt, boah, wie viel sind das? 100 Leute? 50 Leute mindestens. Was sind die? Die können ja alle tot sein. Nein. Wie viele, ne? Aber der Platz für alle wäre hier gewesen. Jetzt ist die Frage, ob das
auch so Angestellte waren, quasi, weißt du? Oder wirklich so ein, wie ich gesagt habe, so ein Internat vielleicht oder sowas. Das waren so Schüler. Oder es war wirklich so eine Riesenfamilie. Weißt du, wie so Amish-Leute, dass die wie so ein Dorf immer so in so Gruppen leben. Wart ihr in dem Amish-Haus schon? Ja. Ja, das war genauso schlimm. Leute, wir sind wieder draußen. Was für eine hammerkranke Location. Es war anders wild. Also die Location war richtig, richtig krank. Leute, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Wirklich, ist anders wild. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dran, bis dann. Willst du nicht auf ein anderes Video verweisen? Hab ich schon.